Doch, so skurril es klingt, ich glaube, das hat sie wirklich. Ich hab dir doch auf dem Schiff der Fischerin erzählt, dass ich mich schon länger um Adila sorge. Und selbst wenn all das hier der Grund für ihr Verschwinden damals ist, und ich weigere mich nach wie vor, das zu glauben, hätte sie mich seit damals mehr als einmal töten können, und das hat sie nicht. Mich hierher zu holen mit dieser morbiden Schnitzeljagd. Ich glaube, sie will mir etwas sagen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich ihr alleine entgegentrete. Gut. Ja, das ist gut. Dann mal los. Am besten, du versuchst den Weg über die Gruft. Von dort aus sieht sie dich nicht kommen. Dann versteckst du dich im Dickicht und hältst den Kopf unten. Ich vermute, dass sie mich eine Weile warten lassen wird. Das sehe ihr ähnlich, also... Auf geht's. Wohin jetzt? Ah, da. Okay. Ah, nicht die Konsole aufrufen. Schade. Ach so, ich muss jetzt über die Gruft. Ja. Ich sollte vielleicht ein bisschen was essen. So eine Kartoffel oder einen Kuchen. Ah, einen Rundbogen. Gut. Der Verlorene. Okay. Sieht ja hier. Oh. Ich sollte auf Tretminen achten. Durch das Ding sieht man ja kaum etwas. Mana. Ja, so langsam gehen einen die Killcamps auf den
Geist. Oh. Ja. Ich habe das falsche Ding mitgenommen. Ich wollte den Bogen nicht mitnehmen. Habe ich den jetzt ausgewählt? Ach nein, ich habe ihn wieder zugelegt. Okay. Dann... ab weiter. Du bist also gekommen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Adila. Also doch. Was soll das alles? Warum bin ich hier? Und was hast du mit diesem Mann gemacht? Dein Gedächtnis war schon immer etwas löchrig, was? Auf den Steinkreis. Los. Auf die Knie. Jetzt sieh ihn dir an. Was zum Henker? Ich habe dir gesagt, du sollst alleine kommen. Wie kannst du nur, Jesper? Wie kannst du nur? Nein. Ich lad neu. Ich möchte das gerne nochmal sehen. Ich möchte das richtig sehen. Ich möchte nicht entdeckt werden. Du bist also gekommen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Adila. Also doch. Was soll das alles? Warum bin ich hier? Und was hast du mit diesem Mann gemacht? Dein Gedächtnis war schon immer etwas löchrig, was? Auf den Steinkreis. Los. Okay. Auf die Knie. Jetzt sieh ihn dir an, Jesper. Sieh ihn dir genau an. Valencio Doran. Beim Namen der Sonne. Richtig. Du hättest sehen sollen, wie er geheult und geschrien hat. Schon erstaunlich, was ein Schwert an der Kehle mit Menschen so alles machen kann. Aber leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Nie mehr. Ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr jemandem etwas antun wirst. Und ich werde es genießen. So wie bei all dem Abschaum, der nach dir dran sein wird. Adila, bitte. Das ist doch einfach lächerlich. Du hast nicht einmal die leiseste Ahnung, was du da sagst, geschweige denn tust. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Ich werde das weiterführen, was Vater wegen Ungeziefer wie ihm hier nie zu Ende bringen konnte, Jesper. Und ich werde sie alle büßen lassen. All diese Verbrecher, die meinen, sie könnten der Gerechtigkeit entfliehen. Es hätte mir klar sein sollen, dass du das nicht verstehen würdest. Schau dich an, wie du hier stehst, Löcher in die Luft starrst und dämliche Fragen stellst. Du bist einfach erbärmlich. Der einzige Grund, dass du hier bist, ist, dass ich trotz allem, was du getan hast, trotz allem, was du geworden bist, glaube, dass du ein Recht hast, dem hier beizuwohnen. Du sollst sehen können, wie der Mensch, der uns alles genommen hat, seine gerechte Strafe bekommt. Der schwarze Stein. Oh, verdammt. Dann ist es wirklich wahr? Du weißt von dem Stein? Ja, das... Ich... Hör mir zu, Adila. Was auch immer du getan hast. Du hast es nicht aus freien Stücken getan. Der Stein, er ist böse. Und er kontrolliert dich. Was soll das werden, Jesper? Einer deiner großartigen Witze? Die Dalvarex haben den Stein seit Generationen. Und dass ich ihn gefunden habe, war ein Geschenk des Schicksals. Damit wir endlich wieder unserer Vorherbestimmung folgen können. Vater hat das versucht, aber er ist gescheitert, weil er nicht gesehen hat, welche Macht in dem Stein schläft. Aber ich habe es und ich werde sie nutzen. Nein, du verstehst das vollkommen falsch. Scheiße, scheiße, verdammte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wusstest du noch nie. Aber jetzt ist es ohnehin egal. Hau ab, Jesper. Ich habe mich umentschieden. Ich dachte, das hier bin ich dir schuldig, aber wie du daherredest, zeigt mir, dass ich mich getäuscht habe. Du bist kein Dalvarek, das warst du noch nie. Du verstehst mich nicht und du wirst mich nie verstehen.
Schau doch mal an, was aus dir geworden ist. Du arbeitest für die Leute, gegen die Vater gekämpft hat. Eigentlich hättest du auch gleich auf sein Grab spucken können. Das ist doch nicht wahr! Gut, gut, gut. Adila, du willst, dass ich gehe, und ich werde deinem Wunsch nachkommen. Aber nicht ohne den Stein. Was? Der schwarze Stein. Du wirst ihn mir geben. Etwas Schlimmes ist im Begriff zu passieren. Und ohne ihn werden wir es nicht aufhalten können. Es tut mir leid, wenn es nicht das ist, was du hören willst. Darum geht es dir also. Du willst ihn für dich. Was? Nein! Geh. Adila, ich... Geh! Na gut. Verzeih mir. Du... Was? Wer seid ihr? Was habt ihr getan? Er wollte es so. Verdammter Narr, Jesper. Du elender, verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen, dass er nicht alleine kommt. Und was werdet ihr nun tun? Versuchen, mich zu töten? Ich sollte euch warnen. Das ist eine schlechte Idee. Den Stein, natürlich. Mit allem hätte ich gerechnet, wisst ihr? Mit einer Moralpredigt. Irgendeiner ethischen Standpauke, warum ich Valencio nicht töten sollte. Oder einer Entschuldigung, warum er sich all die Zeit über einen Scheiß um mich gekümmert hat. Aber nein, viel besser. Es ist ihm vollkommen egal. Er will nur den Stein für irgendeinen seiner verdammten Aufträge. Und ich war blöd genug zu glauben, er wäre für mich hier. Ich kenne euch nicht. Und ich töte niemanden, der sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Also werde ich euch gehen lassen. Aber wenn ihr auch nur eine falsche Bewegung macht, dann werde ich euch zerschmettern. Das schwöre ich beim Namen der Sonne. Ich habe sie gerichtet. Und das ist erst der Anfang. Und wenn ihr hier seid, bedeutet das, dass ihr die Beichten gelesen habt. Das sollte mir zumindest die Frage nach dem Warum erübrigen. Was ich merke, ist, dass ich seit langem wieder eine Perspektive habe. Eine Rechtfertigung dafür, dass ich noch lebe und die anderen nicht. Wenn der Stein mich manipuliert, dann bin ich ihm dafür dankbar. Wie ihr wollt. Wow! What? Ah, na super. Du bist also gekommen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Ich zeig euch gleich wieder.